Schaffe ich in Super Mario Odyssey den Wet-Nutlitch? Und was ist der Wet-Nutlitch, fragt ihr euch? Nun, mit diesem Trick kann man dann unendlich viel Höhe gewinnen. Und damit will ich dann gleich von der Odyssey aus dort nach oben kommen. Aber erstmal gucken wir uns an, wie der Wet-Nutlitch funktioniert. Man braucht dafür eine Nuss, die kommt in verschiedenen Welten vor. Und diese wirft man in irgendeine Wasserstelle. Wenn die Nuss ganz vom Wasser bedeckt und auf dem Boden angekommen ist, dann kann man sie wieder greifen. Und jetzt ist der Glitch aktiv. Wenn ich die Nuss jetzt werfe und direkt danach einen Dive mache, kann ich sie in der Luft wieder auffangen. Ich gewinne etwas an Höhe und das kann man beliebig oft wiederholen. Man hat dabei aber nur ein sehr, sehr schmales Zeitfenster. Man macht also immer Wurf, Dive, Griff, Wurf, Dive, Griff, Wurf, Dive, Griff, Wurf, Dive, Griff und so weiter. Ach ja, und der Trick funktioniert nur in Version 1.0.0. Und jetzt versuche ich mal, dort nach oben zu kommen. Ja, erster Versuch ist es. Oh mein Gott, erster Versuch! Let's go! Mit Nüssen kenne ich mich halt aus.